Ja moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Ja, in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstand-Shop an und wir gucken mal, ob wir heute wieder was komplett Neues bekommen im Shop. Ja, Arachne-Skin, Flugweber, hier Spinnritter und Netzfetzer, die gehen endlich weg. Skins, die ich zwar cool finde, aber ich würde mir niemals holen, weil ich einfach Spinnen brutalst eklig finde. Auch Spinnennetze und so, kriege ich richtig Gänsehaut. Elektro-Swing war ganz witzig, aber geht heute auch weg, ja. Leute, ich wollte nochmal kurz sagen, wenn ihr mich unterstützt, möchte, dann könnt ihr es im Shop machen, könnt ihr einfach auf 4 klicken, zumindest auf der Playstation, und dann steht da unterstütze einen Creator. Gebt dann Mete, also M-E-T-E-8 ein, annehmen, und dann unterstützt ihr mich mit jedem Kauf, den ihr in Zukunft tätigt. Also vielen, vielen Dank, das kostet nichts für euch, einfach nur eintragen und mich unterstützen. Ansonsten natürlich ein Abo dalassen und sich auch die Glocke aktivieren, um mir nichts mehr zu verpassen in Zukunft, und natürlich Instagram Tactics Gaming YT ist auch unten nochmal verlinkt. Damit wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, also wir haben zwar keine neuen Skins, aber Skins, die ihr definitiv feiern werdet, und einige von euch werden das auf jeden Fall haten. Aber ein ungewöhnliches Emote, und zwar Klappe die 14. Ja, für 200 V-Bucks kriegt ihr Klappe die 14. Ganz, ganz witziges Emote. Auch schon sehr, sehr oft gesehen in Clips und sowas. Waren auf jeden Fall nice Clips mit dabei. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Also 200 V-Bucks ist halt, wie gesagt, nicht viel. Und ihr seht schon darunter, mit diesem Kauf unterstützt du mich, also M-E-T-E-8. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Dann natürlich nochmal ein ungewöhnliches Outfit, und zwar die Dschungelsperrin. Ja, die Dschungelsperrin sieht aus wie ein Standardskin mit einigen Akzenten. Muss man sich nicht gönnen, aber kann man auf jeden Fall, wenn man Bock drauf hat. Ich persönlich würde ihn mir jetzt nicht gönnen, ist nicht so meine Sache, war aber, ja, ist nicht selten oder sonst irgendwas. Also habt ihr jetzt keine Hoffnung, dass das ein seltener Skin ist, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann für 800 V-Bucks heute im Shop. Dann für 800 V-Bucks Cliffhanger. Ja, ein seltenes Erntewerkzeug Cliffhanger ist heute auch im Shop, und ich muss dazu sagen, ich finde das Ding eigentlich ganz okay. Ich finde es ganz, ganz nice. Für 800 V-Bucks muss man sich halt natürlich nochmal überlegen, ob man 800 V-Bucks dafür ausgeben will, aber ich finde das Design an sich ganz okay. Und ja, klettere mit der Bergsteiger-Spitzhacke bis ganz zur Spitze. Ja, ist eigentlich die ganze Erklärung, die ganze Beschreibung, trifft es auch perfekt. Deswegen müsst ihr es halt natürlich heute selber entscheiden. Ist natürlich Geschmackssache, ist jedem selbst überlassen. Dann einen seltenen Hängegleiter, der haben wir auch noch bekommen. Sternennachtflug, ein Hängegleiter, den ich richtig nice finde. Richtig, richtig geil. Ihr sitzt hier, ein Meisterwerk der Flugkunst. Teil des Galgenvögel-Sets für 800 V-Bucks heute im Shop, und ich finde dieses Porträt einfach übelst nice, und ein Porträt als Hängegleiter ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, also richtig geil, feiere ich auf jeden Fall, hatten wir bis jetzt 6 Mal im Shop, ist zum ersten Mal am 3. Juni gekommen, also da wurde das Ganze released, und ihr könnt es heute natürlich im Shop für 800 V-Bucks erwerben. Ist nicht selten oder sonst irgendwas, aber ist relativ cool, finde ich. Ich feiere es mega, also ist euch selbst überlassen, ob ihr euch das Teil kaufen möchtet. Dann natürlich nur mein episches Emote Tanztherapie für 800 V-Bucks, und die Beschreibung passt einfach perfekt. Lass es einfach raus. Ja, lass es einfach raus. Man kann nicht ganz genau sagen, was es sein soll, aber hier ein bisschen sprinten, dann noch ein bisschen Energie sammeln. Keine Ahnung, Leute, ich kann es euch nicht genau sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein soll. Aber ich persönlich kann da irgendwie nichts raussehen, lesen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das richtig einordnen soll. Dann ein episches Outfit, und zwar Knight Rider. Ja, für 1500 V-Bucks, alle Straßen führen zum Sieg. Teil des Drehzahl-Sets ist heute auch nochmal im Shop, und 1500 V-Bucks ist natürlich auch nicht wenig heute im Shop, aber ich muss sagen, den Skin finde ich übelst nice. Ich würde dafür auf jeden Fall 1500 V-Bucks ausgeben, meine persönliche Meinung. Einige von euch würden jetzt sagen, Digga, bist du bescheuert, für den Skin 1500 V-Bucks niemals, aber ich finde einfach, ich finde ihn einfach übelst nice. Und wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich euch auf jeden Fall Xbox-Karten und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr euch gönnen, da könnt ihr auch die ein oder anderen Euro sparen und mich dabei unterstützen, ohne mehr zu zahlen. Aber wir kommen auch schon mal direkt zu den sehr interessanten Dingen heute im Shop. Und zwar einmal der epische Hängegleiter Fliegende Untertasse. Für mich ein Royal Teil des Dürrburger Sets. Ja, sehr, sehr komische Beschreibung, aber ihr seht schon Ketchup, Pommes, Mayo, 2 Tabletts. Dann noch hier der Pfannwender von SpongeBob, Salz und Pfeffer, und der Hängegleiter Fliegende Untertasse ist geschaffen. Aber passend dazu kriegen wir natürlich auch nochmal einen Skin. Und zwar
Ja, war das zwar kein Skin, aber die Bredlingsklatsche gibt es heute auch nochmal im Shop. Wenn nicht vergessen, Teil des Dürrburger-Sets. Ich würde es einfach sagen, das ist der Fun-Wender von SpongeBob. Ja, so gehört sich der auch. Und dazu kriegen wir natürlich nochmal den Skin, den ich ja eben gesagt habe, Beef Boss. Ja, Beef Boss für 1500 V-Bucks heute im Shop mit kross frittierten Pommes im Rücken. Gut durchgebratener Sieg, Teil des Dürrburger-Sets. Ja, 1500 V-Bucks, Leute, definitiv hier. Könnt ihr das definitiv ausgeben, also auf jeden Fall, wenn nicht sogar eher als beim Knight Rider Skin. Also den Beef Boss Skin finde ich sogar tausendmal geiler als den Knight Rider Skin und deswegen würde ich hier 1500 V-Bucks für dieses Outfit auf jeden Fall ausgeben. Aber das war es noch gar nicht alles, Leute. Wir haben nämlich noch etwas Geiles bekommen und zwar ein seltenes Erntewerkzeug. Anarchiehacke, ja, für 800 V-Bucks kriegt ihr die Anarchiehacke und einige Leute von euch werden jetzt schon erahnen können, was jetzt nochmal kommt. Diese Spitzhacke hält sich nicht an Regeln, Teil des Headbang-Sets, ja, mit dem Headbang-Set ist natürlich auch noch ein Skin gekommen, ist natürlich nicht alleine gekommen, selbstverständlich. Passend dazu haben wir natürlich nochmal einen seltenen Hängegleiter, Stage Dive. Ja, Stage Dive und jetzt, Leute, bei jedem müsst ihr das spätestens jetzt Klick machen. Der Stage Dive Hängegleiter kommt natürlich auch nicht alleine, ebenfalls wie das Erntewerkzeug. Und zwar haben wir heute den Power Cord nochmal im Shop. Ja, für 2000 V-Bucks könnt ihr euch ein legendäres Outfit kaufen und zwar den Power Cord. Der Power Cord war bis jetzt 4-mal im Shop, also sehr, sehr selten. Aber mittlerweile sollte der nicht mehr so selten sein, weil sich einfach gefühlt jeder diesen Skin gekauft hat. Ja, der ist nicht mehr so gehypt, also der war ja am 25. September mega gehypt, dann ist er irgendwann gekommen und dann ging auch der Hype relativ schnell weg. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, habt ihr euch irgendeinen Skin gegönnt oder werdet ihr euch noch einen Skin gönnen? Und was sagt ihr zum Power Cord? Werdet ihr euch den kaufen? Schreibt mir alles mal gerne in die Kommentare, ich bin mega gespannt, was ihr da so reinschreibt. Ansonsten natürlich abonnieren nicht vergessen, einen Kommentar auch gerne schreiben, ansonsten die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und folgt mir auf Instagram tacticsgaming_yt heiße ich dort. Ist auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.